Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play. In der letzten Folge haben wir hier Emmets Geburtstag gefeiert. Er ist auch noch immer, wieso gehst du eigentlich nicht runter? Was ist das denn für ein Müll? Hier, warte mal, guck mal. Was für eine tolle Party, ich habe mich großartig amüsiert. Sehr schön. Wieso kannst du... Achso, doch. Kompliment über Party machen. Kann ich jetzt mit dir reden oder nicht? Oder? Ich möchte eigentlich haben, dass du dich kurz ein bisschen mit ihr unterhältst. Tolle Party. Ich habe mich toll amüsiert. Ja. Immer Filme reden. So, das passt ja doch, gell? Genau. Ihr beide redet. Du redest hier. Genau, hier. Dann keine Ahnung. Bitten einzusäubern. Geburtstag verkünden. Genau. Was für eine tolle Party. Ich habe mich super amüsiert. Das finde ich so, so toll. Dass ihr euch alle so gefreut habt, dass es euch gepasst hat. Das ist hier. Wasserbombenschlag. Geheimnis verraten. Alles Mögliche. Ich muss jetzt gehen, aber danke, dass du mich eingeladen hast. Ich hatte viel Spaß. Das ist toll. Also das ist ein richtig tolles... Genau, die Gäste sind froh, dass sie dabei waren. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, er ist älter geworden. Wir haben ja ein richtig ekelhaftes Klo. Was für eine tolle Party. Du gehst ja erstmal aufs Klo. Genau, du wirst duschen gehen. Danach kannst du hier das säubern. Ja. Tja, du bist so nett und räumst das hier noch fertig auf. So, Enras, Porter. Da, die Bug-Enabler. Wieso ist die Tür eigentlich schon wieder verbuggt? Okay, was heißt schon wieder? Die Party wurde besser und besser, bis sie schließlich fantastisch war. Emmett Hope hat nicht zum ersten Mal eine Party veranstaltet. So viel steht fest. Okay. So, Debug. Kann ich die Tür irgendwie debuggen? Objekt. Naja, okay, anscheinend nicht. Naja, dann schlafen wir halt mit offener Haustür. Warte mal, extrem schlafen. Warte mal, Emmett, du sollst doch nicht schlafen. Nein, 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 nein. Du sollst dich eher entspannen. Wieso hast du jetzt schon wieder lange Haare? Was soll denn der Müll? Perry ist Vater geworden. Oh, Allison hat ein kleines Mädchen namens Lizzie zur Welt gebracht. Oh, wow. Okay. So, entspannen. So, und wir beide haben jetzt voll den Spaß. Wir machen hier einfach mal so Baby machen. Nicht nur riskant Baby machen, sondern wirklich Baby machen. Mal gucken, inwiefern sich das auswirkt. Oh, okay. Gibt den Familiennamen eines neuen Paares an. Ada Wolf Vanderburg und Jeanette Winterly. Jeanette Vanderburg. Wir nehmen Vanderburg. Den Namen von ihm. Die folgenden Sims haben Sachen von Hector Mendoza geerbt. Shannon Mendoza. Oh nein, jetzt ist meine Mama wieder alleine. Echt jetzt? Naja, noch nicht. Aber sie ist halt auch schon, also seine Mutter ist auch hier schon ziemlich alt. Hector Mendoza ist so ziemlich alt, genau, er wird nicht ewig leben. Ja, so viel können wir leider nicht machen. Plaudern, ein Geschenk machen. So, was ist eigentlich mit dir? Ah, du kommst eh auch schon schlafen. Oh, du hast Hunger. Okay, wir haben kein Geräusch. Warte mal, die folgenden Sims haben Sachen von Carly, Ruiz, Scholz, GR, Jake und Emmett. Oh nein, jetzt ist seine Mama gestorben. Oh je.
Ein neues Haus umziehen. Jubelt alle mit. Jeanette van der Burg und Adal van der Burg haben geheiratet. Oh, was für einer. Die Turteltauben. Adalwolf und Jeanette haben sich entschlossen, unter demselben Dach zu schlafen. Eunice Pertridge zeigte kürzlich ihr Können am Schachbrett. Okay, so, warte mal, was willst du eigentlich? Du willst... Orlando Schuh. Im Alterungsprozess. Reset Sim Orlando Schuh. So. Damit solltest du... Mein Gott. Das ist irgendwie so ein bisschen... Allison Schuh. Ein bisschen nervig, dass die Sachen... Also, dass die... Mobs hier so, die Mobs, sag ich. Die ganzen NPCs und ganzen Charaktere hier alle so festhängen. Aber das muss ich ausschalten. Genau. Wegen der unbeliebten Natur haben sich die Freunde... Okay, das waren Freunde, Phil und Hector. Okay, heftig. Oh wow, das ist aber auch heftig. Wie viel Grad haben wir denn? 11 Grad plus? Okay. Die beiden sind ein hübsches Paar. Na gut. Wenn ihr meint... So. Wenn du dann wach bist, machst du das hier. Gloria Kingsman einen Liebesbrief schicken. Liebesbrief schicken. Und dann... Achso. Reste essen. Waffeln. Was machst du, wenn du wach bist? Nix. Und du könntest dann eigentlich mal dein Bett machen. Wer ist Pfirsichbaum? Ah, okay. Stell die Tauen alle auf. Das ist super. Mal gucken, ob sie auch Früchte tragen. Ich hoffe mal schon. So, Emmett, du bist wach. Bett machen. Du gehst jetzt gleich mal duschen, bevor dein Sohn noch wach wird. Dann gehst du runter. Und gehst Reste essen, und zwar Gelee-Sandwich. Dann schauen wir mal, wann du arbeiten musst. 7 Uhr. Das ist ziemlich bald. Das ist ziemlich bald. Du brauchst unbedingt Geschicklichkeit und... Puh, wie machen wir das denn? Okay, du wirst dann einfach mal hier trainieren. Ausdauertraining, schweißfrei. Das machst du dann, gell? So, du bist dann auch schon wach. Hoffentlich geht sich das aus. Wunderbare Pflanze. Fährt in einer Stunde. Ich glaube, bei Links geht sich das nicht aus. Ich bin froh, wenn er dann noch zum Essen kommt. In einer Stunde, in einer Minute. Schau. Düt, düt. Nicht mal das Essen geht sich aus. Toll. So. Ja, ich weiß, Junge, du hast Hunger. Ich weiß, ich weiß. Es ist alles andere als leicht im Leben. Kann geerntet werden. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Achso, warte mal, wir sollten... kann ich den hier... Kann ich den nicht... Liebesbrief. Gloria. Bei Vorgesetzten einschmeißen, in Kameraden abhängen, hart arbeiten. Genau, wenn du wach wirst, wirst du dann erstmal das machen. Das machen, genau, du hast
Zaubertrank entdeckt. Hast du jetzt schon was gegessen? Nein. Ui, Anita hat schon wieder eine dieser Launen. Sie könnte rebellischer als gewöhnlich sein. Anita schließt bald die Schule ab. Ihr bleiben noch ein paar Tage, um ihre Lehrer richtig zu beeindrucken, bevor sie die Abschlussnoten verteilen. Oh, okay. Wie schauen denn deine Noten aus? Gut. Wieso denn nur gut? Weißt du was? Wir duschen mal eben. Ja, warum soll ich jetzt schon wieder duschen? Wie, was für eine Frage nämlich. Wieso muss ich jetzt schon wieder duschen? So. Kann geerntet werden. Man sieht nämlich genau gar nichts. Das ist ein bisschen kacke. Und ich kann auch, ja. Das ist so ziemlich mistig. Enras, Alter, Debug Enabler. Optionen Kriechpflanze. Befehle registrieren. Next Grow State. Plant Life Dead. Water Level mit Weeds Add. Name, Objekt, Qualität, Wert setzen, Ressourcenschlüssel, Rotation einstellen. Ach so, nein, das brauche ich ja gar nicht. Konnte nicht in die Zahl konvertiert werden. Das ist mir schon klar, dass das nicht geht, aber... Mh. So, du arbeitest, genau, du arbeitest hart. Eigentlich wollte ich jetzt noch sagen... Okay. Es geht sich beides, glaube ich, nicht aus. Schade, schade, schade. Colby, Rosa, Abbott. Oh, okay, wir nehmen Colby. Ernten. Reste essen, Waffeln oder Gelee-Sandwich. Gut, dann. Brauchen wir hier Grundstück, Immobilie auf diesem Grundstück einkaufen. Weil einen zweiten Traktor können wir uns ja leider nicht leisten. Oh, okay. Hm. Das heißt, wir setzen den mal eben hier hin. Achso, warte mal, ich muss den Mod zuerst... Move Objects. On, off, okay. Und dann kann ich nämlich nur dahin setzen, wo er hingehört und dann kann nichts verbacken. So, wenn du fertig bist, also fertig gegessen hast, dann solltest du die Felder düngen und ernten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich meine, es wäre schön, wenn das so aufgrund seines angeborenen logischen Verstandes und seiner beeindruckenden Fitness wurde Emmett dem Polizeichef als zukünftiger Mitarbeiter bei der Verbrechensbekämpfung empfohlen. Der Polizeichef bietet ihm einen Posten als Streifenpolizist, Job Level 4, in der Gesetzeshüterkarriere an. Soll Emmett seine derzeitige Position als Offizier der Luftwaffe, Job Level 5, aufgeben? Nein. Ich möchte eigentlich haben, dass du erstmal das hier schön machst und ja... Mach mal. Nicht nur Blumen. So, okay, du isst. Du könntest ja auch ein bisschen Fernsehen nebenher, gell? Mhm. Einschalten. Mhm. Was ist denn so schlecht? Oh, das Essen. Uiuiuiui, okay. Oje. Tut mir leid. Aber du hast jetzt keinen großen Hunger mehr.
Ausschalten. Brauchen wir nicht. So. Ah, nein, ich möchte nicht beenden. So. Und zwar Post nehmen, Rechnungen bezahlen. Ach du grüne Kacke. Eigentlich möchte ich keine Rechnungen bezahlen. Vor allem mir um so wenig Geld. So, was machst du denn jetzt? Alter, absolut. Ah, da, betrachten. Debug Enabler. Wieso geht das nicht? Ob Gartenbusch. Befehl registrieren. Next Grow State. Okay, wenn ich jetzt nur wüsste, welche das war. Himbeeren. So, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt tust du ernten. Bekomme ich da irgendwelche Sachen bei raus? Also Mais habe ich ja drin. Dennis Chesterfield, der war's. Okay. Okay, die Sachen sind zwar angeblich kann geerntet werden. Ach, du grüne Kacke. Ja, gut, okay. Das heißt jetzt schlussendlich, ich kann alles nochmal neu kaufen und ja, muss es nochmal neu pflanzen. Ist das ätzend. Fiddlehope scheinen sich in letzter Zeit näher gekommen zu sein. So, was haben wir denn hier? Pfefferminze. Brombeer. Hä, wo ist denn? Achso, da. Mais. Zimt. Ja, ich weiß nicht, das ist so anstrengend. Roter Baldrian, Alraune, roter Baldrian. Camilla. Kann geerntet werden. Ja, okay, ich werde jetzt Folgendes machen. Und zwar, kann ich die da reinsetzen? Nein. Wir können ihn aber reinsetzen. Wir können die hier verkaufen. So. Und die hier werden wir dann alle entfernen. Gerne. Hier. Das werden wir ein bisschen vereinfachen hier so. Mann, der ganze tolle Garten. So, der ganze tolle Garten. Dann wirst du jetzt die Pflanze... Was machst du denn jetzt eigentlich? Harndrang. Du gehst jetzt mal hier schnell aufs Klo. Gott, musste 500 Simoleons rausrücken. Adalwolf. Okay. Was hat der denn für ein... ja. Ich frage besser gar nicht so genau nach, gell? So. Wir müssen dann hier auch nochmal hin. Das machen wir dann auch. Aber das machen wir dann erst, wenn... ich vorher einkaufen war. Die Frage ist, muss ich da, bräuchte eigentlich Licht? Das ist eine gute Frage, gell? Muss ich ja eigentlich noch für Licht sorgen? Ich meine, normalerweise nicht, weil das ist ja ein Glashaus. Beleuchtung von oben. Ich meine, was für eine Beleuchtung sollten wir denn da nehmen? Das ist eine ziemlich lusch-lasche Beleuchtung hier, gell?
Wir lassen das mit der Beleuchtung erstmal. So, die Pferde wollen da rein, da geht's aber nicht rein. Ele Badge. Nee, da geht's nicht rein. So, du machst da fertig. Gut. Gut. Ich meine, dadurch, dass Emmet ja ein bisschen was gewonnen hat, können wir hier zum Glück ein bisschen was einkaufen gehen. So, Emmet verdient heute eh auch wieder. Das ist super. Was braucht er denn? Level 8. Das heißt, er wird nach Hause joggen. So, wollen wir hierhin in extrem joggen, schweißfrei. So, Jeanette van der Burg und Adalwolf van der Burg erzählen allen, die es hören wollen oder auch nicht, dass sie sich ein brandneues Haus einsamer Zufluchtsort Schmuckstraße 4 gekauft haben. Oh, wie cool. So, wir brauchen Tomaten. 3 Stück Kopfsalat haben wir. Warte mal, wir brauchen eigentlich noch Obst. Pfirsich. 3 Stück. 2 Stück. Orange. Zitrone. Birne. Erdbeeren. Oh. Erdbeeren. Himbeeren. Pekanuss. Brombeere. Oh. Kakao. Mais haben wir schon. Gurke. Blaubeer. Weintraube. Apfel. Ich kann alles nochmal neu pflanzen. Ah. Wie blöd. So, Champions. Seetang. Den brauchen wir eigentlich nicht. So, Kartoffeln, Zwiebeln. Ah, das haben wir eh, Ginseng. Knoblauch haben wir auch. Okay, so, wo habe ich ein 4? Da habe ich 4. Da brauchen wir zum Beispiel eine 3. Dann, da haben wir auch 4, da brauche ich auch eine 3. Aber noch irgendwo 4, da zum Beispiel. Plasmafrucht, die kein Mensch braucht. Okay, Oh, shit. Okay, was brauchen wir denn nicht? Trüffel. Die können wir jetzt erstmal nochmal weglassen. Dann Residenzblatt. Plasmafrucht. Schuhbeere. Das ist ja blöd. Ich kann mir da noch nicht mal alles kaufen. Okay, ich glaube, wir sollten einfach warten. Und was, wir haben uns alle zusammengesetzt und sind uns einig. Es ist an der Zeit, etwas Neues zu finden. So, Nora Hope trauert um Kali. Sie wird Kali in ihren Erinnerungen immer im Leben erhalten. Oh, Mann. Okay, warte mal. Du machst jetzt gleich mal Folgendes. Wenn du schon nicht einkaufen kannst. Yumi hat in einer Stadt... Okay. Das wirst du besuchen. Genau. Dann schauen wir hier mal kurz vorbei. Mai. Er trauert um seine Mama. Wer tut das nicht, gell? So, erscheint Phil. Sind jetzt Feuer und Flamme. Okay, wen haben wir denn hier? Das ist Desmond Höfner. Isidro Schuh. Aha, okay, die sind alle arbeiten.
Das ist ja kacke, die sind alle arbeiten und sie ist gestorben. Haben wir hier irgendwo die... Nee, haben wir nicht, gell? Oh. Wer bist du denn? Oh. Hier, Pflegebürsten. Zusätzliches Geld. Sidney Schuh wurde gesehen, wie sie mit 7000 Simoleons hat Strahlen zur Bank, Alter. Okay. Was macht denn da Poldi Ruiz? So, wann bist du denn fertig mit Arbeiten? Ich muss hier einkaufen. 717. Ach du Scheiße. Ah, okay, ich kann ihm gar nichts beibringen. Das können nur die näheren Verwandten. Aber mit 717, das ist schon mal sehr gut. Alle Teenager in deinem Haushalt unternehmen morgen einen Ausflug. Oh ja, das ist gut. Okay, jetzt kann sie nochmal einkaufen. Was? Zusätzliches Geld für Dennis Chesterfield. Wieso kriegen die alle zusätzliches Geld, nur ich nicht? Okay, er hat es auf die Liste der besten Schüler geschafft. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was möchtest du denn? Ausflug machen, Streich spielen. Das lassen wir. Streich in der Schule spielen. Nein. Scherzfalle platzieren? Nein. Einen Teenager beleidigen? Nein. Okay. Gut, ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.